Ja, Leute, ihr seht's, ich bin mal wieder regelmäßiger dabei. Juhu! Und ja, die letzten zwei Videos waren ja eher negativ. Eins über blöde Missgeschicke, die mir passiert sind. Und eins über, ja, mein Handy, das mir abhanden gekommen ist. Und deswegen dachte ich, mache ich doch heute mal wieder was Positives, weil das ist ja mein Hauptziel. Ein bisschen, ja, Positivität und alles reinzubringen, um die Leute, also euch, richtig gute Laune zu machen und zu motivieren und alles Mögliche, euch wieder aufzumuntern, wenn ihr mal schlecht drauf seid. Und deswegen kommen heute meine 5 besten Tage meines Lebens. Ja, fangen wir an. Das erste, was sehr cool war, war als, es war 2012, es war der Tag, wo ich meine Präsentationsprüfung hatte, von meiner Ausbildung als Web, als Entwickler, als Programmierer, als Anwendungsentwickler. Ja, und das war, da hatte ich echt Schiss vor, weil ich kann mich gut ausdrücken, wenn ich schreibe, aber wenn ich nicht viel Zeit habe zu überlegen, finde ich es ein bisschen schwierig. Eben gerade bei der Präsentationsprüfung, wo ich dann ja auch Fragen beantworten musste, im Gespräch, auf die ich halt nicht vorbereitet war und so. Naja, auf jeden Fall lief das ziemlich gut. Hab darauf eine 2 bekommen und abends, ja, hieß es dann, oder dann wusste ich schon, ich hatte die Prüfung bestanden. Meine Ausbildung hatte ich dabei, damit dann in der Tasche. Und abends gab es dann auch noch eine große Feier. Da wurde gegrillt und wurden Reden gehalten von den Leitern dieser Ausbildungseinrichtung und alles Mögliche. Und ja, da habe ich mich so gefühlt, ja, ich habe es geschafft und jetzt feiern wir uns und lassen uns feiern von den ganzen Leuten, die da noch dabei waren. Und ja, das war so ein richtig cooles Gefühl. Und dann wusste ich, am nächsten Tag musste ich nicht mehr zur Ausbildung gehen. Es war fertig, ich war frei, ich konnte mir jetzt einen Job suchen. Das war eins der coolsten, Tage, weil ich wusste dann, gut, was immer auch kommt, meine Ausbildung habe ich jetzt in der Tasche. So, der zweite coole Tag war, ich glaube, da war ich, ja, ich glaube, es war mein 22. oder 21. Geburtstag, der erste Geburtstag, den ich in England verbracht habe. Auch meinen Geburtstag jetzt habe ich ja in England verbracht, aber das war halt der allererste und das war halt dann nochmal ganz was Besonderes, zum ersten Mal den Geburtstag so außerhalb im Ausland zu verbringen, wo einem nicht gleich alle Omas und Opas anrufen können, weil ist ja weit weg. Das war so cool. Vormittags waren wir draußen in der Stadt und sind da rumgelaufen und haben uns in einen Café gesetzt und so. Und nachmittags haben wir auch drinnen was zusammen gemacht und so. Und dann abends ging es los zur großen Geburtstagsfeier. Und da waren dann so 7, 8 Leute, bekannte Freunde aus England. Das waren ursprünglich natürlich erst Freunde von meiner besten Freundin und ihr Mann und ja, sind dann halt über Zeit auch meine Freunde geworden und ja, das war echt cool. Das ist so ein, er heißt Frankie's und Benny's, das ist so ein englisches, so ein amerikanisch-italienisches Restaurant, das heißt, da gibt es von Pasta bis zu Burger alles Mögliche. Und ist echt total lecker. Jetzt, dieses Jahr hat sich die Qualität, glaube ich, ein bisschen abgeschwächt. Die haben jetzt nicht mehr so viel Barbecue-Soße auf meiner Lieblingspizza drauf. Und solche Sachen. Aber ja, das war so cool. Da hatten wir gerade unsere richtig leckere Vorspeise hinter uns. Das waren, glaube ich, irgendwie so wie so kleine Bällchen gefüllt mit irgendwas. Und dann ging es los. Wir hatten da am Eingang gesagt, dass es eine Geburtstagsfeier ist und dann war auf einmal alles ruhig und dann war so eine kleine Lichtershow sozusagen und dann hat das ganze Restaurant für mich Happy Birthday gesungen und dann haben sie gespielt, so ein Lied. Ich hätte es gerade fast vorgesungen, aber ja, darf ich ja nicht wegen Copyright. Das heißt Congratulations and Celebrations. Und ja, das war richtig cool. Und alle Leute im Restaurant da fast für mich gesungen haben und so. Ja, und dann hatten wir richtig leckeres
richtig leckere Pizza. Ich habe immer, obwohl ich normalerweise nicht so die Fleischesserin bin, immer mit Barbecue-Soße und hier, wie heißt es, ja, so Hackfleischbällchen und Paprika und Mais und alles Mögliche. Und richtig lecker. Und ja, dann hatten wir echt noch einen voll schönen Tag da in dem Restaurant. Und als wir nach Hause kamen, kam dann auch noch ein Bekannter von uns, der ja regelmäßig auch kommt, wenn ich nicht Geburtstag habe. Aber das ist halt etwas Besonderes, weil normalerweise ja, höre ich den immer nur über Skype. Jetzt, wenn er mal pünktlich kommt, wenn nicht erst um 11 Uhr abends oder so, wenn ich mich schon dann für den nächsten Tag bereit machen muss für die Arbeit, weil ich da früh raus muss. Sondern, ja, aber da war es ja egal. Da konnte er auch total verpeilt eine Stunde später kommen als geplant, wie er es oft gerne macht. ja, aber das war halt cool, mit dem auch zu reden, wo es sonst immer nur über Skype ist. Und da haben wir uns halt zusammengesetzt und ja, war eine richtig coole Zeit. Ja, das war es auch schon mit meinem Geburtstag. Mein nächster cooler Moment war, als ich, also einer der nächsten besten Tage meines Lebens war, als ich die, als ich die Zusage bekommen habe für diese schöne Wohnung hier, die ich echt gerne haben wollte. Davor, 2-3 Tage vorher oder eine Woche vorher, habe ich noch eine andere tolle Wohnung gesehen und da dachte ich, boah, die würde ich gerne haben. Aber dann, war sie schon vor unserem geplanten, angekündigten Besichtigungstermin schon weg. Da dachte ich, oh Mist, und fand es echt so schade. Aber zum Glück war die weg, weil sonst hätte ich ja die hier nicht bekommen. Und ja, mit der bin ich immer noch super, super zufrieden. Und ja, das ist also, da bin ich echt glücklich, dass ich die Wohnung hier habe. So, mein nächster, ja, richtig, richtig cooler Tag war, als ich hier den Job bekommen habe für meinen allerersten Job. Habe ich euch ja auch immer da auf dem Laufenden gehalten. Das war ja, als ich schon angefangen hatte mit YouTube. Und ja, es war so cool. Das Praktikum war schon echt cool. Da habe ich echt schon so viel gelernt und so interessante Projekte gemacht. Aber dann dieser Moment, wo dann der eine der beiden Firmengründer, Inhaber, was auch immer, gesagt hat, willkommen im Team. Da war ich super, super, super glücklich. Und bin immer noch dort sehr glücklich. Habe gerade wieder ein richtig, richtig interessantes Projekt, wo ich wirklich so konzentriert dran sitze. Ist nicht so wie bei manchen anderen Projekten, mit denen ich mich vielleicht ein bisschen schwerer tue oder wo ich dann gucken muss, dass ich mich nicht ablenken lasse oder dass ich irgendwie produktiv bin, sondern da geht's einfach automatisch. Da bin ich automatisch produktiv und super konzentriert. Ja, das waren jetzt schon 4. Ich hatte doch noch einen 5. vorbereitet. Was war der 5? Aber ja, der 5. glücklichste Tag meines Lebens, der kommt sicher bald. Und weil es wird noch so viele schöne Momente in meinem Leben geben. Ich bin hier erst 24. Und dann werde ich euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, wenn mein 5. richtig, richtig perfekter Tag meines Lebens passiert. Natürlich sind auch viele andere Tage richtig, richtig schön gewesen. Viele Urlaube und viele Erfolgserlebnisse. Aber das waren jetzt mal so die Tage, die sich richtig in mein Gedächtnis eingebrannt haben, im positiven Sinne. Was waren eure 5 oder 4 oder 3 oder allgemein, was waren eure schönsten Tage eures Lebens, ja, an die ihr euch so richtig gut erinnern könnt, als ob es gestern wäre? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken und hoffentlich bis Samstag. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, am Sonntag um 20.05 Uhr im Deutschlandfunk läuft die Sendung, für die ich auch interviewt wurde. Die heißt Freistil und das Thema ist Broadcast Your Life, die wilde Welt der YouTube-Videos.
Hört auf jeden Fall mal rein, falls ihr Lust habt. Und ich bin auch mal gespannt, wie viel von meinem Material noch da drin bleibt. Hat er von mir 3 Stunden oder so aufgenommen, aber von den anderen 3, 4 Leuten auch, die vielleicht noch viel mehr Interessantes sagen könnten, weil da einige sehr bekannte YouTuber dabei sind, die auch sicher viel mehr Erfahrung haben und so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob von mir überhaupt noch viel übrig bleibt in der fertigen Sendung, aber wir werden es dann zusammen erfahren. Und ja, bis dann. Tschüss.